Hallo an alle, die auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier wieder zurück in der Welt von Windcraft. Heute in Dedlas, der wahrscheinlich größten Stadt der ganzen Provinz, oder zumindest der mit den meisten Einwohnern. Und heute werden wir uns nicht um eine Quest kümmern, sondern einfach nur ums pure Erkunden. Ich laufe hier nicht mal raus, oder am besten reite ich erstmal. Und ich verstehe nicht, warum hier gerade keinen Platz für ein Pferd ist. So. Und zwar reite ich hier in diese Richtung da. Dort hinten befinden sich nämlich die Abandoned Mines. Und die will ich heute mal erkunden. Und wenn wir vielleicht noch Zeit haben, auch noch den Nether da drüben. Zumindest den ganzen Raum vor dem Nether, den Roots of Corruption heißen die, glaube ich. Ah, naja. Kümmern wir uns erstmal um die Minen. Aber ich nehme noch diese Kiste hier mit. So. Dann gehen wir runter. Und zwar nur sprinten, denn es sieht eigentlich immer noch ziemlich eigenartig aus, wenn man gerade nur so herumspringt. Ich bevorzuge es eigentlich eher nur herumzulaufen. Und das sieht allein schon so ziemlich gut, ziemlich groß aus. Die verlassenen Minen. Gucken wir mal, was hier so ist. Erze. TNT wird hier überall rumtransportiert. Wahrscheinlich, um sich Räume frei zu sprengen. Was ist denn hier drüben? Closed because of flooding. Okay. Gehen wir mal rein. Oh, ja. Hm. Da mache ich nochmal kurz was. So. Da hat man das Ganze. Da gehen wir runter. Und ich habe Optifine für 1.8. Tada! Okay. Dann gehen wir hier hoch. Was ist hier? Ein Kopf? Mehr nicht. Wessen Kopf ist das? Hm. Und wegen was ist das Ganze jetzt geschlossen? Wegen Überflutung, aber ich frage mich allgemein, wie er hochgekommen ist. Ah, naja. Das war's dann mit dem Teil hier. Können wir uns wieder unseren normalen Helm hier anziehen. Perfekt. So, dann gehen wir hier raus. Haben hier überall diese Kräne. Ich weiß gar nicht, kommt man in die Orb rein? Ich glaube nicht. Die sind hier also nur zur Deko da. Da hat man hier vorne noch so eine Karawane für Kies, würde ich mal sagen. Ja. Kommt ganz schön gut hin. Dann haben wir hier oben noch diese Wege. Wir haben diese Stege. Ich guck mal, wo die überall hinführen. Okay, man läuft dann immer um diese Bögen hier herum. Also das ist halt so ein Bogen und dann hier um diese Teile hier, um die Fundamente, sag ich einfach mal. Weil ich hier aber gerade keinen Begriff habe. Man läuft um die also immer so herum, okay. Aber sehen tut man schon mal viel. Was haben wir da unten eigentlich? Das sind Corrupted Miners. Sieht er wahrscheinlich nicht allzu gut. Bei dem sieht man das besser. Ich könnte natürlich auf ganz bright spielen. Das ist für YouTube zwar besser, aber für mich, naja, persönlich nicht. Ich mag es eigentlich eher auf Moody. Also so. Ha, das sieht man noch weniger. Ja, okay, ich glaube, dass Bright 50 ganz schön guter Kompromiss ist. So. Ja, da haben wir die Corrupted Miners. Die haben mich jetzt also auch schon entdeckt. Okay. Ich glaube, dass hier die Miner früher gar nicht so corrupted waren. Die waren hier eigentlich noch ziemlich friedlich früher. Also, als ich das letzte Mal hier war. Es war schon eine Weile her, würde man sagen. Und für dieser Gang, der sieht verdächtig aus. So ein kleiner Seitengang. Ja. Das suche ich mal. Im Wasser. Okay, hier es führt er also zu nichts. Was haben wir hier? Mehr Corrupted Miner. Hier oben auch nichts. Gehen wir weiter runter. Was haben wir hier? Einen Jump'n'Run? Ja, sieht nach einem Jump'n'Run aus.
Nein, da komme ich nicht ganz hoch. So. So tötet man noch ganz schön, ganz gerne Leute, ja? Oder Corrupted Miners. Und hey, wohin führt dieser Gang noch? Das ist doch mal ganz schön interessant. Die kommen nämlich alle von hier. Ha. So, ja, sieht ganz schön bewohnt aus, würde ich mal sagen. Und vor allem gibt es von denen hier so vielen. Also, wenn man mal so ein bisschen gefährlicher trainieren will, warum kann ich den gerade nicht schlagen? So, geht doch. Wenn man mal so ein bisschen gefährlicher trainieren will, das hier ist, scheint wohl die richtige Adresse zu sein. Oh, eine Loot Chest 4. Hier sollte ich öfter hin. Ja. Hier sollte ich unbedingt mal öfter hin. Und für der Gang hier. So enge Gänge. Zwei Blöcke hoch. Ja. Ganz schön was zum Entdecken. Oh, Jump'n'Run. Nein! Hätte ich shiften sollen, denke ich. Ja, perfekt. Oh. Wie kommt man hier weiter? So. Sieht gut aus. Perfekt. Ja. Oh, wir haben hier schon wieder diese grünen Blöcke. Es scheint ja nicht mal corrupted zu sein. Zumindest habe ich so den Eindruck von dem, was wir bisher schon gesehen haben. Alles, was grün ist, scheint nicht corrupt zu sein. Diese Kartoffeln sind normal, sind also keine, hier haben wir sie, keine Corrupted Potatoes. Also das hier scheint ein normaler Bereich zu sein, aber warum? Was haben wir da? Lichtstelle. Steht dahinter vielleicht irgendwas? Ich denke nicht. Nee, da kommt eigentlich nur Licht raus, oder? Was ist das für ein Block? Ein Glowstone, okay. Okay, wir scheinen hier jetzt im Nicht-Corrupted-Bereich zu sein, aber wirklich viel zu entdecken gibt es hier nicht. Also gehen wir mal wieder raus. Dann werden wir korrupt. Sollte man wirklich nachschlagen, was das Wort eigentlich bedeutet. Ich glaube nicht, dass das hier die deutsche Bedeutung von korrupt ist, also von wegen Bestochung und so. Scheint hier was anderes im, vorzugehen. Die Frage ist nur was und wie wir es lösen können. Okay, dann schwimmen wir mal runter. Gehen hier die Leiter mal hoch. Kann natürlich auch sein, dass ich mich hier extrem verlaufen habe. Ja, wenn das der Fall sein sollte, dann schlecht, würde ich mal sagen. Ah, ne, hier ist der Jump'n'Run. Ich war von da unten. Ah, okay. Ja, ich sehe es. Okay, ja. Kommt alles ganz schön gut hin. Also man muss von da oben hier runter. Man kann von hier nicht da hoch. Hm. Das war enttäuschend. Ah, haha, doch, man kann. Tada! So, achso, hier geht's runter. Hier will ich gar nicht hin. Das war der verdächtige Seitengang, also sind wir jetzt wieder oben, ja. Okay, es gibt da unten also noch Hoffnung. Schön zu sehen. Da haben wir hier überall Spitzhacken. Und zumindest solche Blöcke, die festgenagelt sind. Oh. Oh nein! Moving Minecart! Leute! It's moving Minecart! Oh. Oh. Shit. Scheint hier ein ziemlich ernstes Problem zu sein. Ah, die bewerfen mich. Oh, okay. Moving Minecarts. Zweiter Versuch. Oh. Explosion.
guck mal, was hier drin, was hier eigentlich alles so drin ist. Nichts. Schnell wieder raus. Ich hab nicht so wirklich Lust, mich mit Moving Minecarts anzulegen. Und falls ihr euch fragt, ja, ich bin gerade nicht im Teamspeak, obwohl man das auch so nicht bemerkt hätte. Es ist nämlich 9 Uhr morgens. Ja, früh aufgenommen. Und wahrscheinlich auch keine Chance für jemanden von euch hier dabei gewesen zu sein. Naja, egal. Dann erkunden wir mal weiter. Was haben wir hier? Vanish. Oh. Was haben wir hier? Eine kleine Oase? Oh, oh, nein! Oh, oh, ei! Ei, ei, ei! Ah, oh, moving my cards! Okay. Scheint unten nichts drin zu sein. Wir haben einen Tripwire-Hook, ich weiß aber nicht, ob die was bringt. Moving Minecart, weg hier. Na, ich weiß zwar, dass die Moving Minecarts hier zwar nicht allzu stark sind, aber die sind unglaublich schnell. Und die erschrecken mich immer wieder. Also, naja, gehen wir mal wieder raus. Das ist, glaube ich, das Beste. Also, man sieht schon, das ist ein ziemlich großer Komplex hier. Der allerdings fast keine Beachtung findet. Okay, hier haben wir Corrupted Ores. Okay. Hier mal unten entlang. Ui, 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 ui. So, hier, ah, Dead Prospectors haben wir hier also auch. Oh Mann, guckt euch das an. Das ist ein EXP-Regen. Wow. Ist unglaublich. XP-Regen. Also, wenn man hier trainieren will, ja. Unglaublicher Platz. Unglaublich gruselig, erschreckend und alles drum und dran, was man nicht haben will. Aber ganz schön gut. Und ich werde angegriffen. Ach toll. Corrupted Ores. Okay. Oh, wo geht's denn hier oben lang? Oh, eine Brücke. Immer gut, immer gut. Nehme ich gerne. Kommen hier diese Corrupted Ores wirklich aus der Wand raus? Ja, tun sie. Und Alter, diese Kisten hier, die sind wirklich unbenutzt. Also, man kann hier richtig abstauben. Wenn man hier einfach mal runtergeht. Das machen anscheinend nicht allzu viele. Oh, hi. Okay, perfekt. Das machen anscheinend nicht allzu viele. Also sind die Kisten hier auch noch ziemlich voll. Also lohnt sich allemal hier runter zu gehen und man sollte wirklich mal eine Quest einrichten. Also, das ist so ein guter Platz. So ein Platz braucht einfach eine Quest. Also, muss eine Quest haben. Unbedingt. Auf jeden Fall. Oh, wir haben Reggie. Das ist ein Mini-Boss. Oh, oh, oh. Oh. Wow. Hey, wo sind wir hier? Oh. Oh, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Hier ist eine Verbindung. Oh, ja, dann sind wir jetzt bei Remake. Auf einmal. Wir haben gerade einen Block of Emerald gedroppt bekommen. Was, naja, ziemlich gut ist. Also, wow. Dieser Trip. So viele Erfahrungen heute. Vor allem war ich bin immer nur so am Eingang gewesen, ja? Ich war auch mal oben drauf. Ach ja, da muss ich auch mal hin. Zurück, zurück, nochmal zurück. Ich habe es ja nämlich immer nur oben drauf, weil ich nicht wirklich nicht hier runtergehen wollte. Und nehme ich den nicht auf. Oh, ich habe schon noch. Toll. Zu viele Emeralds. Wo ist Reggie? Reggie! So, wo ist er denn? Egal. Laufen wir mal durch.
auf sie mit Gebrüll. Uah! Emerald! Uah! Nein! Wieder durch. Oh ja, sieht gut aus, sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ich mein, schaff's. Ja, ich bin draußen. Yeah. So muss das sein. Okay. Dann waren wir vorhin in Remake, was ich nicht wusste. Also, ganz schön ganz schön cool. Also ich dachte eigentlich nur, dass, ja, Dead Prospectors, die müssen natürlich in einer Mine sein. Also wo sollen die sonst sein? Aber, boah, wir waren in Remake. Toll. Oder Remake oder Remake oder was auch immer. Man spricht es wie ein I aus oder wie ein Ü, keine Ahnung. So, dann, ja, da drüben kann man so hoch. Oder müsste man so hoch können. Guck uns hier, ey, guck mal diesen Schornstein an. Cool. Okay. Dann laufen wir mal durch. Hier haben wir so die Kantine, würde ich mal sagen. Ja, so ein paar Baracken. So kasernartig aufgebaut. Ganz schön gut. So, dann, ja, hier ist so ein Weg nach oben. Also besteige ich, glaube ich, mal den Hügel hier, bevor ich dann den Part für heute beende. Das waren die Abandoned Mines, meine Damen und Herren. Ja, ganz schön groß dieser Komplex. Ganz viel Action hier. Und ganz viel XP, aber auch, naja, auch nicht halb. Na, wegen ganz, ach ja. Auf jeden Fall ist das hier das Ende. Wir besteigen einen Berg. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin euer Daniel und mit diesem Ausblick... Moment! Mit diesem Ausblick bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit für heute. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.